Ja, ich begrüße euch zum neuen Farmvlog. Farmvlog 136. Ja, die eine gucke noch Neujahrsgrüße und was weiß sonst was, ne? Und der Fabi dreht schon wieder munter Videos. Aber ich habe euch gesagt, ich habe es, glaube ich, im Silvester-Video habe ich gesagt, ich muss vorproduzieren, ne? Weil ja der Kater in Urlaub geht. So, was haben wir hier schön? Ah, genau, das ist mein Holz noch. Genau, ja, also. Was steht auf dem Programm? Ich möchte mal, glaube ich, ein bisschen wieder Picobello machen hier. Geht jetzt zwar nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, weil Schlepper steht da vorne noch. Haben wir ja schon repariert, ne? Lenkhebel. Aber wie gesagt, die Zollschraube fehlt noch. Jetzt scheißt mir hier ein Hund mit Flitzekacke aufs Stückel. Alter Leute, ich könnte manchmal echt nachher schlagen, ja? So, was ich jetzt machen möchte, ist zum Beispiel einmal die ganze Müll. Da Müll, der sich hier komischerweise von allein hier ansammelt, ne? Poster, ja. Mal ein bisschen zusammensammeln. Dann wollte ich eigentlich, war ich der Plan, der Holzunterstand das Dach umzubauen. Leute, ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe, als ich dieses Dach da drauf gesetzt habe. Ich habe was gedacht, aber nicht viel. Ja, aber nicht schlimm. Machen wir es einfach nochmal, ne? Es war relativ idiotisch, das so zu bauen, wie ich es gebaut habe, ne? Plan war ja hier, von dem Pfosten hier, ein Dachüberstand von knapp über 2 Meter zu haben, also das sind über 2 Meter, dass ich hier quasi so zwei Gitterboxen hinstellen kann, ja. Das ist ein bisschen mehr wie 2, dann habe ich da ein bisschen Luft und dann passt es. Und dahinter sind es ja 2 Meter, also kann ich ja die Gitterbox hier, was hatten die? Hat die Meter auf 1,20 Meter, wenn ich es richtig weiß. So, jetzt hat, also Meter auf 1,20 Meter hätte die Gitterbox, ne? Und jetzt ist ja logisch, wenn ich jetzt das gedacht hätte, ja, also die erste Idee, was ich mit Leute gehabt habe, ist, ich ziehe einfach das Gebälk hier hinten. Das müssen wir jetzt nicht riesig professionell und überhaupt machen, sondern wir nehmen einfach das Gebälk hier und ziehe das Gebälk hier rüber bis der Hinterkante. Ja. Können wir einfach verlängern, ja. Vielleicht machen wir eine kleine Stütze noch, muss nichts Großes sein. Ja. So, und dann schieben wir quasi die Blechtafel bis dahinter rüber. Dass man quasi mit der Blechtafel irgendwo hier aufhören. Dann können wir hier immer so ein bisschen loses Holz noch setzen. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Dann haben wir bis hierher Holz überdacht. Und dann können wir nämlich, das habe ich nämlich auch schon ausgemessen, eine zweite Tafel, also zwei weitere Tafel drauf setzen, die dann genau bis hierher gehen. Und dann ist schon mal geplant, hier auch noch weiterzubauen. Denn wir wollen jetzt halt nur grob messen, was wir da so noch an Holz da haben, was wir da bauen können mit. Jetzt wäre es genial, jetzt ist der Boden weich, da kriegst du Eisschlaghülse wie ein Weltmeister rein, ne? Ja, also dass man wieder dagegen gestellt wäre, heißt aber, dass man die zwei hintere Sparre verlängern müsse wiederum. Aber wenn man dann quasi auch noch dagegen stellt und den dann mal zur Abwechslung richtig baue, also von wegen Länge und so, dann können wir den ja sauber dagegen schlagen und dann können wir da nochmal irgendwie das Dach so abfangen und so, dass es halt eine ganze durchhängt, wenn das da verlängert wird, ne? Haben wir noch hier ein bisschen Stammholz, ne? So mein Notfallpolder. Ne, Spaß. Das sind die Obstbäume, wo ich ja umgemacht habe. So bin ich noch am Überlegen, ob wir die komplett verfeuern oder. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber auf der einen Seite eigentlich ist es mit dem Durchmesser schade, um einfach so zu verbrennen. Auf der anderen Seite ist das ein bisschen da, dann ist es morsch. Da komme ich auch nicht wirklich vorwärts, ne? Ja, schwierig. So, jetzt schauen wir mal schön, dass wir noch so ein Bauholz da haben. Ich mache mal mit der Sense da drüber gehen, dass man wieder richtig sieht, was da noch da ist. Schon noch irgendwas da, gell? Sparre wäre auf jeden Fall noch da. Standfüß müssten wir wahrscheinlich uns besorgen, so wie ich das gerade hier sehe. Sparre hätte man noch, aber Ständer muss ich besorgen. Gut, das ist nicht das Problem. Solange Balken sind immer praktisch, ne? Und ich muss auch kurz wieder ein paar herkriegen, weil ich schätze nur noch mit einem weiteren Unterstand kommen wir auch noch nicht vollständig ran, ne? Richtig cool wäre es ja eigentlich, wenn wir, aber das können wir nicht machen, Leute, aber das hätte zumindest meiner Meinung nach, wer würde das hier lärmschutztechnisch für mich, wenn ich hier bin, wegen der Bahn, ein bisschen was bringen, wenn wir es mal auch nicht, nehmen wir mal an, dann wird es einfach mal eiskalt. Von da, wo der Unterstand steht, von da zumindest mal bis daher durchziehen würde. Das wäre doch richtig cool, oder? Da müssen wir es auf jeden Fall mal ummelden, dass wir hier Holz lagern. Weil da sind sie auch wegen penibel. Ja. So, die Bettospalte hier müssen noch weg. Es geht aber halt erst da
wenn ich wieder mit dem Frontlader vernünftig fahren kann. Die stehen ja noch ein wenig im Weg. Ich nehme die ja immer als Bündelunterlage, damit die Holzbündel nicht in der Erde sitzen. Aber Leute, mal ganz ehrlich, bevor ich hier plan, Holz dann komplett durch die Tür bis da vorne hin, ja. Also halt so, weil das ja über Bahngelände ist, dann würde ich mal sagen, so von hier, dann 2 Meter hier rüber zu uns. Bis das soweit ist, müssen wir das hier mal richtig festkriegen, weil das ist hier ein riesiger Acker. Also ihr seht es ja hier, fährst auch mit dem Holzbund, machst du riesen Gleise rein, ja. Da muss ich was ändern, da muss man nacharbeiten. Die Frage ist nur, ob das was bringt, wenn ich immer schön mit einer 3 Tonnen Zentrifuge, also mit so einer 150 Kilo Rüttelplatte drüber juckel. Das wird nicht wirklich was bringen. Ein bisschen was, ja, Verdichtung schon, aber wahrscheinlich nicht so viel, wie ich mir eigentlich vorstelle. Ja, auf jeden Fall. Also, mein Plan war jetzt eigentlich, da haben wir also die Holzbrocken zusammenlesen, wo hier noch liegen, wo halt Bettospalt drauf lagen. Dann vorne noch Folien so zusammenlesen, Müll zusammenlesen. Und dann können wir nämlich eigentlich, wenn dann der Hühnerstall fertig ist, können wir auch mal mit dem Mulcher auch mal komplett alles eben mulchen. Und dann ist nämlich eigentlich der Plan, wenn ich dann nämlich, also muss ich schon ein bisschen weiter erzählen, gehen wir davon aus, wir bauen jetzt quasi den 2. Holzhühnerstall, dann wäre eigentlich der Plan, dass man so Sachen wie Spalter und Bündelgerät einfach unter den Holzhühnerstall drunter stelle, wenn der halt leer ist, weil es kommt ja als vor, dass ein Holzhühnerstall ein bisschen leer ist und dann könnte man da so Sachen einstellen. Oder halt, man stellt sie auf der anderen Seite noch, da wo ich dann Scheitholz, wo ich quasi die Meterstücke einzeln aufgesetzt habe, beziehungsweise man setzt einfach nur hinten noch und setzt vorne drauf Maschine noch. Dann klaut man auch gar nicht so schnell das Holz, weil das immer über die Maschine lupfen müsste. Das wäre so Möglichkeiten, die ich so gerade so im Kopf habe. Ja Leute, was soll ich sagen? Wisst ihr, ich habe so viele Ideen, so viele Überlegungen, so viele Pläne. Ich komme einfach nicht dazu. Ja? Mir reicht die Zeit dafür einfach nicht. Ich kann euch mal was zeigen. Mal Beispiel. Aber das will ich eigentlich heute Mittag noch ändern. Ich muss nur gucken, ob es funktioniert heute Mittag. Aber ich habe doch gesagt, in einem der letzten Videos, mein Autohänger muss zum TÜV. Ne? Bevor er zum TÜV kann, muss der Schrotte voll runter. Der Autohänger steht momentan noch, inklusive Schrott, hier. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es wäre dann weg. Was will ich damit noch, wisst ihr? Metallschrott. Gefühlt 50 Jahre alt, ja. Kann weg damit, meine Meinung. So, dann wäre das schon mal erledigt. So, jetzt müssen wir hier geschwind. Da hat man auch die Platte geholt. Geschwind abgeladen, ne? Dann hat man nicht gewusst, wo noch mit der Folie. Also die Folie habe ich nur mitgenommen, weil ich wieder nur gute Spanngurte dabei hatte. Sieht gerade schon voll lustig aus, ne? Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich hatte wieder nur die beste Spanngurte dabei, also wirklich die gute, ja. Und hat es mit dem Lade und Gurte nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann hätte ich mir, also als ich die Blechtafel geholt, hätte ich immer über die Kante gezogen. Und das ist ja nicht gut für den Gurt, weil schneidet es ja das so nein. Und dann hat mir der nette Bauer, wo ich die her habe, hat mir dann, weil der hat auch nichts da gehabt, weil das ist so ein Außenstall von ihm, hat er mir dann freundlicherweise so eine Packung Silofolie gegeben. Das ist natürlich auch nicht mega, mega geil, weil, ich weiß nicht, ob das die meisten wissen, aber Silofolie kannst du einfach mal so in die Tonne pfeffern, beziehungsweise die Bauern können das nicht machen. Muss ich mich aber auch nochmal schlau machen. Also die müssen das auf jeden Fall gesondert abgeben, müssen dafür auch extra Geld bezahlen für die Silofolie. Bei mir ist jetzt ja nur einmalig, Kleinmenge. Ich denke, das geht, aber wie gesagt, da muss ich mich auch nochmal selber reinlesen. Ich weiß das gerade auch nicht genau. Das ganze Jahr über wird immer nur geschafft und dann hast du was gemacht, dann ist wieder so Oliver spät und dann denkst du so, ja, jetzt muss ich gehen und dann bleibt wieder alles liegen. Dann denkst du, ja, das nächste Mal fängt man schnell als erstes. Ja, dann kommst du her. Ja, super, ich wollte in einer Stunde mit dem und dem im Wald sein. Ihr kennt es doch eigentlich alle, oder? Und so
läppert sich das dann zusammen. Und dann hast du überall eine Scheißdreck liegen. Und es wird irgendwie nie ordentlich. Und jetzt ist fertig. Das heißt, fertig, aber jetzt gehen wir noch mal ein bisschen bei. Das ist halt die ganz große Brocke, die müssen wir mit dem Frontlader machen. Darum geht es mir jetzt heute auch nicht. Mir geht es jetzt halt einfach mal drum, dass wir mal anfangen, wieder Ordnung reinzukriegen. So, jetzt habe ich euch gerade schon glücklicherweise genau da hergestellt, wo die Blechplatte liegen. Jetzt lassen wir schon den Rettungshubschrauber durch. Der fliegt da oben gerade. Weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. So. Ja, wir stehen jetzt gerade schon relativ günstig, ne? Ich hab da hier die Blechplatte, ne? Und jetzt seht ihr hier, da ist die Kante, da ziehe ich drüber und das ist halt, wenn das dann beim Fahren ein bisschen scheuert, das rubbelt mir ratzfatz der Gurt durch. Dann kann ich den neuen Gurt wieder wegschmeißen, weil er durchgescheuert ist. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck von der Sache, ne? Deswegen, ja. So, und dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwo noch ein paar Bettospalte herkriege, weil ich habe zwar bis jetzt immer nur Holz drauf gesetzt, aber ich finde das System, oder das Prinzip, finde ich eigentlich echt gut. Weil die Dinger, natürlich, die sind durchgebrochen, also breche bald durch im Kuhstall drin. Aber für mich sind die ja noch voll gut, ne? Und ich setze die dann dahin. Ich habe die jetzt auch schon wieder fünfmal umgesetzt, weil sie mich gestört haben. Aber eigentlich setze ich die halt in meinen Holzunterstand unten rein, habe meine feste Auflagepunkte. Ich kann die auch liegen lassen, weil ich mit dem Frontlader immer über die, also ich kann über zwei Bettospalten drüber greifen und die hintere bunt nehmen mit dem Frontlader. Das finde ich eigentlich relativ praktisch. Und deswegen stört mich das eigentlich nicht. Und deswegen müssen wir kurz mal da noch ein paar finden oder beikriegen. So viel wie möglich, genau. Weil ich am gescheitsten möglichst viele. Nicht zu viele, aber das könnten wir mal schön so grob messen, ey. Was man noch bräuchte, wenn man wirklich sagen wir jetzt hier bis dahin her. Dann brauchen wir mehr, das können wir abschreiten, geschwind. Weil muss man jetzt eh beeilen, weil mein Schuh weicht gerade durch. Die sind nicht 100% wasserdicht. Jetzt gehen wir wirklich von hier aus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mal 4. Könnt ihr rechnen? Ich weiß es schon. 80 Meter, bitte. Ja. Also wie gesagt, wir fangen mal mit Leo, aber da können wir noch ein paar Meter nachschätzen. Ich sag mal, ich halt doppelreich setze. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Weil, Leute, bei Hanna stört es mich eh nicht wirklich. Ja. Ich sag, wenn du hierher gehst, auf die Kante hier, 2 Meter, ne? Also von da bis in die Jungfer hier, und hier das ganze Stück bis davor. Ne? Also, Leute, das reicht doch übrig noch an Platz, was weiß ich was zu machen. Ja? Zum Nachfahren, Holzsäge reicht es übrig. Ja? Deswegen. Wenn es gut läuft, können wir bald noch Heu drauf machen. So, jetzt muss ich hier noch den Toaster zusammensammeln. Und dann sind wir hier auch schon relativ im Gröbsten mal durch. Das Hundeklo müssen wir noch abstellen, weil das regt mich echt auf. Vor allem, Leute, das muss jetzt mal schön kurz sein, ja? Da werde ich aber noch mal komplett eigenes Video zum Thema in einer neuen Kategorie machen, so rum. Seht ihr dann, fällt mir jetzt gerade ein, genial. So, Leute, jetzt mal ehrlich. Ich habe hier flaches Grünland, ja? Oder so gut wie komplett flach, ja? Da liegt jetzt mein Müllhaufen. Da lasst ihr den Hund rein zum Scheiße. Hier drüber, in der Böschung, hier, durch das Nervengefälle, da juckt es keine Sau. Sorry, da juckt es kein Mensch, wenn da der Hund rein scheißt. Nee, da hüpft bei mir aufs Wissen. Das hier mäht kein Mensch. Vor allem jetzt, nicht, aber näher will ich da gar nicht drauf eingehen. Also, ja. Oder da oben, wir können schon nur schlafen, an der Baumreihe, ja. Da ist Grünstreifen unten drunter. Nicht viel, aber ein bisschen. Da wird es auch kein Mensch. Näher bei mir in der Wiese. Wo du ja nicht rumläufst und rumfahrst. Letztens bin ich auf den Bulldog drauf geguckt. Das kann ich ja noch schon erzählen. Hab auch nicht aufgepasst gehabt, bin umgelaufen. Guck auf den Bulldog drauf. Da denk ich mir, sag mal,
der Buller ist ja frisch gewaschen. Beim Numlaufen an der Buller in die Scheiße reingestanden. Da, seht ihr das? Da ist auch grün. Da wird es kein Mensch interessieren. Aber nee, da hüppe. Sorry Leute, ich verstehe sowas nicht. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber wie gesagt, mach mal ein eigenes Video dazu. Gibt es eine neue Kategorie, da gehört es nein, da gehört es nicht nein. Könnt sich die auch gucken, die es interessiert. Aber die, die es betrifft, das heißt die es verursacht, die interessiert es wiederum nicht. Deswegen, ja, egal. Ich bin aber nicht der Einzige, der sich in der Richtung beschwert. Ja, das sind viele. Das sind nicht nur Landwirte. Also was heißt Landwirte? Landwirte, das sind nicht nur so Leute wie ich, das sind dann auch private Grundstücksbesitzer, die damit Probleme haben. Ja, wir sind hier im Außenbereich, das ist mir schon klar. Aber, sorry Leute, der Außenbereich ist doch kein generelles Hundeklo. Wenn das so ist, habe ich was verpasst. Dann brauche ich mal ein paar Gesetzestexte, wo das steht, dass das so ist, dass im Außenbereich Hunde überall ihr Geschäft verrichten dürfen. Weil wir wollen uns mal nicht vergessen. Das ist wiederum interessant. Leute, das hier ist Privatgelände, ja? Ja, es ist kein Zaun außenrum, aber es ist Privatgelände. Theoretisch ist es schon verboten, von dem Weg hier, also hier, so rüber da hochzulaufen. Weil das hier ist Privatgelände, das gehört mir nicht, da darf ich eigentlich gar nicht drauf, da habe ich nichts drauf verloren. Mir hat euren Hund eigentlich auch da drauf nicht, oder da drin nichts verloren. Wie gesagt, ich behaupte jetzt mal, mir wäre es da egal, auch wenn mir die Fläche hier gehören würde, weil ich würde das hier nicht mähen. Würde ich nicht, weil krieg's eh nicht weg. Da komme ich auch mal im Jahr mit dem Mulcher, mulch ich das runter, dann ist wieder gut. Und wenn da Scheiße drin hängt, ja mei, dann muss ich eh mal im Jahr eigentlich abdampfen, ja? Dann ist so. Aber ja, egal. Da liegen noch Bündelbänder, ich wusste es doch. So, ja, ich räume das noch. Ja, jetzt habe ich euch wieder ein paar Infos mitgeben können, ne? Was so weiterhin geplant ist, ne? Aber wie gesagt, das hat keinen Druck, aber wie gesagt, wenn man da irgendwann die Möglichkeit dazu habe, bietet sich das echt an, dass wir da ein bisschen weiterziehe, immer so Stückle, ne? Und dann schauen wir mal, vielleicht ist irgendwann einfach auch ein Unterstand zu viel, man könnte Schlepper drunter stellen, ne? Das hätte ja auch einen riesen Vorteil. So, von meiner Seite aus schwinge ich mich jetzt ins Auto, passt, perfekt, schwinge mich ins Auto, nimm dann beim Vorfahren die Müllhäufle mit, ne? Und dann sorgen wir die fachgerecht und dann sind wir hier mal wieder mit meisten zumindest mal wieder auf dem Nenner, ne? Auf dem aktuellen Stand. Und dann verabschiede ich mich für heute. Ich bin raus. Ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Lasst gerne noch ein bisschen einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder im neuen Vlog. Ich sag tschüss, bis dahin. Macht's gut, eine schöne Woche. Ich bin raus. Ciao.